Wenn wir mal auf die andere Seite schauen, wie stark auf der anderen Seite Russland aufrüstet. Es gibt Meldungen, dass Nordkorea angeblich Waffen liefert an die Wagner-Gruppe. Iran liefert nach Mossad-Angaben mehr Waffen an Russland. Was kann da passieren? Wie stark rüstet Russland tatsächlich gerade vielleicht auf? Also es ist genau das Gegenteil, dass Russland, das große Russland, das Imperium des Zaren, wie Putin sich selber sieht, jetzt von dem bitterarmen Nordkorea Waffen zurückkaufen muss, die unter Sowjetbedingungen vielleicht einmal dorthin gelangt sind und vielleicht auch danach weiterentwickelt worden sind. Das ist eigentlich ein ziemliches strategisches Armutszeugnis, was Putin hier liefert. So muss man das, glaube ich, eher sehen, dass er darauf gerne zurückgreift, ohne Skrupel, ist auch klar. Und dass diese Waffensysteme natürlich von der sogenannten Wagner-Gruppe gerne aufgenommen werden, das ist auch völlig klar. Was wir hier sehen, ist ein gewaltig großer Krieg, der, so scheint es, den Russen erhebliche Probleme bereitet, hier den Nachschub zu erhalten, um den Krieg durch Söldnertruppen weiterhin voranzutreiben. Die Söldnergruppen, und das vielleicht noch ein letzter Begriff hierfür, diese Söldnergruppen sollen dienen ja weiterhin dem Zweck, dass Wladimir Putin nicht Russen einziehen muss, nicht selbst die 300.000, die er angeblich eingezogen hat. Die reichen scheinbar auch nicht, diese besondere Härte, die den Söldnertruppen zugesprochen wird. Das ist viel Propaganda. Es gibt bisher keine durchschlagenden Belege, dass die Söldnergruppe Wagner wesentlich die kleineren Erfolge, die Russland hatte bisher, dass sie dafür steht. Also ich glaube, hier wird viel, viel, viel Propaganda betrieben und dass man, wie gesagt, ein bitterarmes Land wie Nordkorea anrufen muss, um sich Waffen zu besorgen, das ist bezeichnend genug. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.